Hallöchen Freunde, da sind wir wieder bei Assassin's Creed Revelations und wir machen weiter. Diesmal begeben wir uns zum anderen Ausrufezeichen, was ja die Story, glaube ich, eher voranführt. Das andere ist ja immer die Sophia. Und das hier ist sowieso gerade am nahesten. Hallo, ich will da hoch. Genau, markieren. Raus und los geht's. So, da müssten wir jetzt hier durch, ne? Ach, das ist ja auch der Palast. Ist ja sowieso alles streng bewacht, natürlich. Na, ob das so einfach wird? Ach so, das ist schon das. Okay. Ja, dann akzeptieren wir natürlich. Ach, guck mal, da haben wir die Mädels. Die schnappen wir uns natürlich gleich mal. Gut. Und wir wollen natürlich direkt rein, aber ich möchte eigentlich denen nicht die Mädels geben. Obwohl, vielleicht werden wir die dadurch los. Bitteschön. Und schnappen uns hier neue. Einen Moment. Können wir helfen? Doch vergesst uns nicht. Und dann direkt dadurch. So. Okay, wir müssen also hier direkt ans andere Ende. Hier ist es ein bisschen ruhiger. Halt. Nee, nee, komm mit. Das wollte ich nicht. Fängt ja auch ein bisschen, ja. So, da muss ich anscheinend übers Dach, weil hier unten steht das schon mal nicht. Ich hoffe, da oben ist keiner. Ich breche mir den Hals, wenn ich euch folge. Ja, da kommt er halt nicht. Der bleibt da. So. Da oben sind welche. Wo ist er überhaupt? Ich weiß es nicht. Boah. Ich glaube, ich laufe lieber hier unten lang. Ist ein bisschen sicherer noch. So. Ich guck mal lieber ein bisschen. Ach, da läuft schon einer. Hey, hier solltet ihr nicht sein. Geht! Ich kenne ihn. Ganz sicher. Muss jemand anderes gewesen sein. So, der gibt Ruhe. Ich wollte jetzt eigentlich mich da oben verstecken und dann runterspringen, aber das war nicht der Fall, dass das so einfach war. Okay, wir klettern mal hier oben lang. Das ist ein bisschen besser. Hoffe ich jedenfalls. Ach so, der ist in dem Raum hier. Hier drinne. Na toll. Wie komme ich denn da jetzt rein? Ach nee, da steht er. Okay. Ja, lass dir nur Zeit, Ezio. Immer mit der Ruhe. Ich kenne den Mann. Haltet ihn auf! Verdammt! Wo ist Was? der? Oh. Ich bin doch... Ach, Manu. Die wollen mich da verarschen. Super, jetzt muss ich den ganzen Scheißweg nochmal laufen. Ja, wir stehen euch bei. So, ein bisschen fixer hier. Diesmal umgehe ich mal die Leute. Schnell, 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 schnell. Nicht so langsam hier.
dann gehen wir mit denen da durch. Bisschen fixer Lauf mir. So. Hier können wir im Prinzip durchrennen. So. Hier ganz normal hoch. Oh, ich habe mich jetzt erschrocken. Ich dachte jetzt der Baum, der wäre ein Gegner. Frage ist, wie laufen wir jetzt? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich muss den mal. Ihr dürft nicht hier sein. Geht. Kommt mir bekannt vor. Aber woher? Haben wir zufällig die Möglichkeit, den irgendwie so runter zu feuern? Komm mal bitte her. Oh, da kommt ein anderer. Kommt der bis hier runter? Nee, nicht wirklich. Vielleicht dreht das hier jetzt um. Dreh dich mal um, komm. Dreh dich um. Spiel mit. Danke für das Gold. Hä? Der Übertreiber. Aha. Wer hat mich denn jetzt gesehen? Hä? Ich hab's woanders gestartet. Okay. Machen wir das anders. Gehen wir halt hier außen lang. Ich wusste gar nicht, dass wir das überhaupt können. Von hier ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Vielleicht. Natürlich auch fraglich, ob das wirklich so ist. Bisschen müssen wir schon noch. Runter! Oh, das war knapp. Den habe ich jetzt nicht gesehen, so einfach. Warum werden die eigentlich nicht angezeigt auf der Karte? Ach doch, werden sie. Jetzt sehe ich es auch, da unten. Der da. Ich gehe lieber übers Dach. Wenn wir das hinkriegen, überhaupt. Oh, 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 da sind welche. Oh, die kriegen mich hier oben nicht mit, hoffe ich. Shit. Weg, ganz weg, ganz weg. Oh, oh, oh. Hier um die Ecke sind auch welche, die kommen auch gleich rum. Ich gehe mal lieber. Ja, die sind eigentlich zu weit weg. So. Ha, was für ein eigenartiger Mann. Ja, ne? Ich bin schon eigenartig. Da steht er. Oh, oh, oh. Nein! Der ist zu schnell! Der Kerl dort ist auf der Kante. Komm schon, weg, 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 weg. Oh, oh. Okay, wir sind schon etwas vorangekommen hier. Gar nicht so einfach. Aber diesmal schaffen wir es. Über diesen Weg klappt das auf jeden Fall. So. Das ist schon besser. Tadik war kein Verräter, Suleiman. Auch er war ein Feind der Byzantiner. Was? Dann habt ihr... Es tut mir leid. Gott vergib mir.
Ich hätte nicht vorschnell urteilen dürfen. Er blieb eurem Großvater treu bis zum Ende. Und durch seine Bemühungen haben wir die Mittel, eure Stadt zu retten. Ach, Tarik, wäre er doch nicht so verschwiegen gewesen. Eine schreckliche Art, Gutes zu tun. Die Waffen sind jetzt in Cappadoce. Könnt ihr mich hinbringen? Ja, natürlich. Ich werde ein Schiff für euch vor... Süleyman, Süleyman. Man stellte mir eine Falle und ich sah wie ein Verräter aus. Kennst du noch Tarik, den Janitscharen? Mit dem ihr euch gestritten habt? Er wurde ermordet. Es ist bekannt, dass wir uns überworfen hatten. Jetzt werden die Janitscharen mich verantwortlich machen. Welch schreckliche Neuigkeiten. Wenn mein Vater davon erfährt, lässt er mich aus der Stadt verbannen. Oh, vergib mir, Neffe. Ich wusste nicht, dass du einen Gast hast. Das ist Marcello, einer meiner europäischen Berater in Kefe. Buonasera. Marcello, mein Neffe und ich haben private Angelegenheiten zu besprechen. Wie gesagt, ein Schiff wird auf euch warten, wenn ihr abreisen wollt. Grazie, mio principe. Wir werden den Schuldigen für dieses Verbrechen finden, Onkel. Habt Geduld. Hey, anhalten! Ich kenne ihn. Ganz sicher. Hey, kenne ich euch? Oh, 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 oh. Den Palast ungesehen verlassen, das war jetzt aber ganz schön knapp. Sind aber auch überall welche. Okay, machen wir das so. Passt. Niemanden töten, naja. Irgendwer muss immer sterben. Ne? Ihr kennt das ja. Wir haben schon wieder 3000 in der Bank, das ist ja Hammer. Wie schnell das geht hier. So, die Kiste öffnen wir gleich auch mal, bevor wir uns hier wieder verabschieden. Ja, und damit sage ich mal, bis zur nächsten Folge. Bleibt dran, tschüss.